Oktoberzeit ist Apple-Zeit und genau damit möchte ich euch auch schon meinen Testbericht zum Apple iPhone 13 in der Farbe Polar Stern nach genau 3 Wochen Nutzung zeigen. Abgesehen vom iPhone 13 Mini, das mittlerweile für viele von euch einfach schon zu klein sein wird, ist das iPhone 13 der Einstieg in die aktuellste Smartphone-Welt von Apple. Im Vergleich zum Pro-Modell und auch einen ausführlichen Vergleich dazu wird es noch geben, kostet das normale 13er aber einige 100 Euro weniger und bietet meiner Meinung nach fast das gleiche Nutzungserlebnis wie das Top-Modell. Wie das iPhone 13 in den letzten 3 Wochen abgeschnitten hat, wo ich Vor- und auch Nachteile sehe und ob ich es auch zu dem aufgerufenen Preis von 899 Euro empfehlen kann, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Das iPhone 13 wird zum aktuellen Zeitpunkt in den Farben Polar Stern, also Weiß, Mitternacht, eine Art von Schwarz, Dunkelblau und Rosé, sowie dem Sondermodell in Rot angeboten. Die Preise belaufen sich beim Einstiegsmodell mit 128 GB auf 899 Euro. Auch wenn viele bei den Preisen über Apple-Geräte den Kopf schütteln, so gibt es immer Kunden, die bereit sind, eben genau diese Preise zu zahlen. Und wer sich schon seit Jahren in diesem Apple-Kosmos bewegt, wird vor allem dieses Ökosystem zu lieben wissen. Der Gehäuserahmen besteht aus mattem Aluminium, die Rückseite aus spiegelndem Glas und dank einer IP68-Zertifizierung könnt ihr mit diesem Gerät für bis zu 30 Minuten in 6 Metern Tiefe tauchen gehen. Der Nachteil des Spiegels an der Rückseite besteht natürlich darin, dass sie unendlich viele Fingerabdrücke anzieht. Auf der rechten Seite sitzt in einer guten Höhe der Powerbutton, genau gegenüber liegen die zweiteilige Lautstärkewippe und etwas darüber der Mute-Switch. Ebenfalls auf dieser Seite befindet sich der Slot für eine SIM-Karte. Eine zweite SIM kann als eSIM über die Einstellung hinzugefügt werden. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit, direkt 2 eSIM zu nutzen. Mit Abmessung von 146,7 mm in der Höhe, 71,5 in der Breite und 7,65 mm in der Dicke. Bei einem Gewicht von 173 Gramm empfand ich das iPhone 13 als kompaktes und vor allem leicht zu handelndes Smartphone. Aufgrund des kantigen Gehäuses ist es sehr griffig, liegt meiner Meinung nach aber nicht ganz so angenehm in der Hand wie noch ein 11er und deren vorherigen Generation. Persönlich finde ich sogar, dass sich das 13 und 13 Pro mit Schutzhülle etwas besser anfühlen, auch wenn das Gerät absolut hochwertig verarbeitet ist und mit zu den besten auf dem Markt gehört. Da ich bereits vom Lautsprecher im iPhone 11 Pro mega überzeugt war, konnte doch der des 13er nur noch besser werden, oder? Und ja, ganz ehrlich muss ich sagen, dass sich der Lautsprecher des neuen 13er nochmals besser anhört als der der vergangenen Generation. Klare, mit Brillanz erfüllte Töne und einem gewissen Bass Musik oder auch Videos auf euch loslässt. Während sich einer der beiden Lautsprecher im Fuße des Gerätes befindet, darüber werden übrigens rund 2/3 des Soundes produziert, befindet sich ein weiterer in der Display Notch, die in diesem Jahr um 20% kleiner wurde. Sie ist zwar in der Breite geschrumpft, in der Höhe hat sie allerdings ganz wenig zugelegt, was man vor allem im direkten Vergleich mit zum Beispiel einem 11 Pro Max sehen kann. Nichtsdestotrotz finde ich sie nicht störend und Face ID gehört für mich immer noch zu den sichersten und schnellsten Entsperrmethoden aller Zeiten. Selbst in Zeiten von Corona, wo Face ID mit Maske auch nerven kann, finde ich diese Entsperrmethode immer noch klasse. Apple verbaut auch in der neuen Ausgabe seinen neuesten A15 Bionic Chip, dazu 4 GB Arbeitsspeicher und zwischen 128 bis 512 GB internem Speicher. Hinzu kommen noch Bluetooth 5.0, WLAN 6, Dual-SIM-Fähigkeit, wie eben schon erwähnt, auch mit 2 eSIM-Karten und die Möglichkeit, das Teil drahtlos laden zu können. Auch wenn Apple bei der Performance immer wieder mit Superlativen geprahlt hat, ist das tatsächlich ein Punkt, über den man sich überhaupt keine Gedanken machen muss. Alle Spiele, alle Apps, Multitasking und was ihr sonst noch mit dem Smartphone machen wollt, funktioniert hier wirklich reibungslos und super schnell. Der Akku im diesjährigen iPhone ist um rund 400 mAh gestiegen und soll damit laut Apple natürlich auch bessere Laufzeiten realisieren. Aufgeladen werden kann er mittels Kabel und maximal 20 Watt. Hier liegt die Ladeleistung bei rund 50% in 30 Minuten. Für den Rest benötigt ihr aber locker nochmals 1 bis 1,5 Stunden. Drahtlos kann das Smartphone per MagSafe mit 15 Watt bzw. Qi-Charging und 7,5 Watt geladen werden. Dies sind auch genau die Werte, die bereits das iPhone 12 konnte. Was sich auch in diesem Jahr nicht im Lieferumfang befindet, ist zum Beispiel ein Netzteil. Während ich bereits im vergangenen Jahr mit dem iPhone 12 locker durch den Tag kam und abends noch 20% im Akku hatte, war genau dieses Prozedere mit dem iPhone 13 in diesem Jahr noch einfacher. So hatte ich abends maximal einen Akkuverbrauch von 60-70% und bei etwas sparsamer Gangart war es auch möglich, noch direkt in den nächsten Tag zu starten und erst mittags das Gerät wieder aufzuladen. Neben der Möglichkeit, das Gerät mittels Face ID zu entsperren, also oben in der Notch, befindet sich hier aber auch noch die 12 Megapixel Frontkamera, die Videos in maximal 4K und 60 FPS aufnehmen kann.
Die Bilder besitzen eine sehr gute Detailgenauigkeit. Die Kamera stellt im Porträtmodus Gesichter sehr gut frei und gehört meiner Meinung nach mit zu den besten auf dem Markt. Je nach Lichtsituation kann das aber auch mal vorkommen, dass Gesichter etwas mehr mit einem Softskin-Effekt versehen werden. Beim Display setzt Apple auch in diesem Jahr wieder auf ein Super Retina XDR OLED-Display mit einer Diagonalen von 6,1 Zoll bei einer Auflösung von 2532 x 1170 Bildpunkte. Die typische Helligkeit liegt laut Apple bei ungefähr 800 Nit, die maximale ist mit 1200 Nit gegenüber des Vorgängers gestiegen. Gegenüber des Vorgängers ist jedoch nicht die Bildwiederholrate gestiegen, da sie immer noch im normalen 13er bei 60 Hertz liegt, wohingegen das 13 Pro adaptiv mit bis zu 120 Hertz Bilder darstellen kann. Bei den Basics macht dieses Display aber wieder alles richtig. Die Helligkeit ist super und regelt meiner Meinung nach nochmals besser in der Automatik. Farbdarstellung, Blickwinkel, Kontrast und auch Schwarzwerte und all das, was ein Top-Display ausmachen sollten, sind hier wirklich hervorragend. Das Einzige, was Apple auch in 2021 noch nicht so wirklich kann, ist die Verwendung eines Always-On-Displays, obwohl dies technisch schon seit Generationen möglich wäre. Nun könnte man noch meinen, dass auch die Bildwiederholrate von 60 Hz nicht mehr up-to-date sind und im Vergleich mit einem 120 Hz Android-Smartphone sieht man diesen Unterschied auch teils heftig. Es ist aber nicht so, dass man mit diesem Display unglücklich wäre. Apple hat es nämlich schon immer geschafft, Inhalte und Animationen flüssig darzustellen, was auch in diesem Jahr wieder der Fall ist. Aber erst im direkten Vergleich mit einem iPhone 13 Pro sieht man die direkten Unterschiede bei der Bildwiederholrate. Für mich wäre es allerdings auch kein Kaufgrund, zum 13 Pro zu greifen. Bei den rückwärtigen Kameras kredenzt uns Apple eine 12 Megapixel Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera. Neben Videoaufnahmen in 4K HDR gibt es auch noch den Kinomodus in 1080p und Bilder sowie Videos werden mittels der Weitwinkelkamera optisch stabilisiert. Vor allem Bilder bei Tag, aber auch bei Nacht sehen selbst mit dem normalen 13er richtig gut aus. Weit- und Ultraweitwinkelkamera haben einen guten Weißabgleich und auch eine gute Farbabstimmung. Das heißt, die Bilder sehen immer recht ähnlich aus. Alles wirkt sehr detailliert und auch bei HDR macht die Kamera eine richtig gute Figur. Die Nachtaufnahmen überzeugen vollends, auch wenn sie nicht ganz an die Qualitäten des 13 Pro herankommen. Einen ausführlichen Gleich dazu werdet ihr aber auch hier noch auf meinem Kanal finden. Aber auch der Videomodus konnte in allen Modi vollends überzeugen, egal ob im Slow Motion, bei 4K HDR oder auch im Kinomodus, der den Fokuspunkt jener vorhandenen Person selbstständig verändern kann. Insgesamt, und da verspreche ich euch wirklich nicht zu viel, ist die Kamera richtig gut und hat nur leichte Abstriche gegenüber des 13 Pro. Als Betriebssystem gibt es natürlich wieder iOS, hier in Form von iOS 15, zu dem ich nicht wirklich etwas sagen möchte, denn iOS ist iOS, egal ob auf einem iPhone 13, 13 Pro oder auch iPhone 11. Alles wirkt sehr gewohnt, man weiß, wo man etwas findet und wie eben schon erwähnt, läuft das Betriebssystem äußerst flott. Und damit möchte ich auch schon zu meinen Schlussgedanken zum iPhone 13 kommen. Mit einem Einstiegspreis von 899 Euro bei 128 GB internem Speicher ist natürlich auch dieses iPhone kein günstiges iPhone. Wer allerdings das Ökosystem zu lieben weiß, der wird natürlich auch hier wieder gerne die Kohle locker machen und nach der neuesten Generation Ausschau halten. Das iPhone 13 bietet verdammt gute Lautsprecher, ein hervorragendes Display, eine super Performance, noch bessere Kameras sowie eine tolle Haptik und super Verarbeitung. Im Grunde genommen ist bei diesem Smartphone alles gut, wenn nicht sogar sehr gut, außer dass a. kein Netzteil beiliegt, b. die Ladegeschwindigkeiten zu wünschen übrig lassen und c. das Display eben nur 60 Hz unterstützt. Ansonsten ist aber auch dieses Smartphone für 90% aller iPhone-Interessierten genau das Richtige und absolut ausreichend für das, was man im Alltag machen möchte. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes nach rund 3 Wochen Nutzung mit dem iPhone 13 und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.